So, hallo, wir machen weiter. iThings mit Controller. Hurra, es ist, ja, es ist anders. Sagen wir es so, es ist anders. Wir müssen jetzt noch in das zweite, also in den dritten Exit von der Dimension Door reingehen. Und, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir wissen ja, was es ist, ne? Es ist dieser Raum, wo man Sprites zu sich holen kann über LR. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen besser vernünftig steuern kann und notfalls halt auch mich wieder böse durchstate. Aber es kann eigentlich nur besser werden als mit der Tastatur. Also, I don't know. Hä, habe ich jetzt. Ich habe auf der Oberwelt was verstellt. Moment. Ich habe nämlich plötzlich den Retry-Ding. So, instant brauchen wir. Fällt mir doch direkt der Unterschied auf. Wenn es länger dauert. Huch. Fällt mir doch direkt der Unterschied auf. So. Ja, guck mal, wie schön das schon funktioniert hier. Das ist doch hör mal was gewesen. So. Okay. Ja, also das, wenn ich jetzt nicht ständig wechseln muss zwischen Spin Jump und sonstigem, so, dann könnte das schon besser laufen als mit Tastatur. Schauen wir mal. Okay, dann bekommt man hier eine Shell und was macht man damit? Okay. Ach so. Ach, das war dumm. Ich glaube, ich weiß. Dann mache ich damit wahrscheinlich den On-Off da drüben oder so. Okay, ich glaube, ich kann den State setzen, wenn ich auf der Plattform stehe. Das sollte eine Möglichkeit sein. Ja. Ja, okay, dann schmeiße ich da dagegen. Okay. Also, das, ihr merkt's, ich muss das auf jeden Fall mit Stage spielen. Das wird sonst nichts. Ach, und okay. Und dann da drauf. I see. Das ist dann eine Disco to go. Das ist dann eine Disco to go. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Vor allem dann kann ich die wahrscheinlich wieder mitnehmen. Ja, dann kann ich die wieder mitnehmen. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob der gut ist. Doch, ich glaube, der geht. Ich glaube, der geht. Er ist ein bisschen kritisch, aber er geht. So. Nein, kriege ich das hin, dass die da drauf. Wahrscheinlich muss ich die gleich wieder mitnehmen. Ja, genau, das meine ich. Okay, und dann da drauf und dann da drüben erstmal, wenn ich dürfte, ich erstmal safe sein. Da oben kann ich sie eh nicht mit durchnehmen. Das ist dann wieder. Das killt dann sowieso wieder alles. Und der Typ liegt da nur rum, um mich zu ärgern, dass ich nichts anderes mitnehmen kann.
Hört man eigentlich den... Also das Geklacker von dem Controller? Weil bei mir hört sich schon sehr laut an. Aber ich bin ja auch praktisch direkt... Ja, ich habe ihn ja in der Hand. Also klar höre ich es deutlich. Okay. Ich glaube, wenn ich es so schaffe, dass ich da erstmal chillen kann... Ja. Ich würde sagen, dann kann ich vielleicht auch in Ruhe erstmal ein paar States setzen. Ja, das könnte gehen. An der Stelle, wenn ich da hochspringe in den State setzen, der dürfte dann ein bisschen angenehmer sein. Scheiße. Ah, ich hab den. Okay, ich hab den noch. Ach so, weil ich die... Ich kann mir die jederzeit von oben... Stimmt, ich kann mir die jederzeit von unten checken. Selbst wenn die abhaut, kann ich die mir kurz wieder checken. Und alles ist cool. Weil so haut die nämlich ab bei dem State. Aber ich kann sie mir wiederholen. Das ist witzig. Okay. Oh, und ich sehe auch gerade... Da drüben gibt es eine viel bessere Stelle zum Chillen für einen State. Weil der Manche hält die Shell auf, wenn ich die da drüben reinbekomme. Oh, ich hab's wieder geschafft. Ich hab's wieder geschafft, SNES 9X abschmieren zu lassen. Okay, einen Moment. Einen Moment. Ich muss hier wieder öffnen. Der Ordner nicht. Wo ist der Ordner? Da. So. Also ich muss wirklich nicht, darf nicht zu viel laden. wie war's, was wollte ich jetzt drücken? Alles. Ja, irgendwie so. Ja, genau so. Und dann, das muss ich halt noch hinkriegen, darüber zu kommen. Oder kann ich das aus der... Warte, kann ich das aus der Position gleich machen? Oh, das ist so schwierig, ne? Hoppala. Vor allem, sie fällt mal so und sie fällt mal so. Egal, wie ich lade. Das ist auch faszinierend. Aber es ist ja auch nicht gedacht, dass man da ständig lädt. Also, ne? Aber ich komme halt hier... Also, ich komme hier nicht vernünftig sonst durch. Ah, das ist einfach ein schlechter State. Komm, wir machen das nochmal neu. Ganz ehrlich. Okay. Ich habe wieder State gedrückt, ist egal. Boah. So in Fairy Replane, das wäre doch was. Oh. Nein, ich habe... Was habe ich jetzt gedrückt? Ah, hier bin ich, okay. Gerade so schön chillig geschafft, die darüber zu kicken, aber jetzt irgendwie haut's nicht mehr hin. Wenn ich sie erstmal da drüben in der Lücke habe, dann ist alles chillig. Da muss ich die hinkriegen. Ah, Mist.
Aber der Sprung klappt jetzt schon mal deutlich besser. Nein, ich hatte das vorhin so schön. Aber jetzt klappt es nicht mehr. Na egal. Nein, ich hab... Okay, krieg ich die? Nee. Schade. Versaved. Na gut. Hilft nix. Also ich darf nicht zu schnell saven. Der war jetzt gut. Der war jetzt gut. Und da müsste ich doch jetzt irgendwie ein bisschen darüber kommen. Na, es reicht noch nicht ganz. Ich glaube, ich muss erst... Ja, irgendwie so. Aber das ist eine sehr gute Ausgangsbasis. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, weil ich jetzt in... Genau, jetzt kann ich hier ganz in Ruhe. Und jetzt ist das, was ich meinte. Genau das wollte ich haben. So. Okay, und da... Was kriege ich da? Da kriege ich die... Da kriege ich den erstmal, den will ich aber nicht. Da kriege ich auch den. Was soll ich denn dann da tun? Also ich kann ihn ja nicht killen, der ist ja da. Aber ist die Pflanze nicht näher jetzt dran? Was soll ich tun? Ich meine, das ist ein Spin-Jump, aber was... Oh mein Gott, das wird mich böse aufregen noch. Okay, ist wieder abgeschmiert. Aber was mache ich an der... Okay, jetzt können wir in Ruhe überlegen, was ich an der Stelle mache. Was tun wir an der Stelle? So. Und zack. Also was soll ich denn stattdessen da jetzt mir holen? Weil egal was ich mir, sobald ich hier LR drücke, geht's ja schief. Also was soll ich da holen? Na! Wenn ich zu lange drauf bleibe, ich darf nur einmal drücken. Wenn ich zu lange drauf bleibe, dann passiert's. Jetzt habe ich's verstanden. Nicht, wenn ich zu viel state, wenn ich zu lange drauf bleibe. Und dadurch, dass das so eine Schultertaste ist, ach scheiße. Okay. Ich darf nicht zu lange. Okay, also nur ganz kurz antippen immer. Ich meine, ich soll hier Spin jumpen, aber für was? Auf was? Ich kann halt auch die Shell nicht mehr. Also ich kriege jetzt immer dieses Ding ins Gesicht. The closest carry able. Ach so, carry able. Okay. Okay, die sind ja alle nicht. Die kann ich alle nicht tragen.
Oh, warte. Muss ich hier vielleicht einfach aushalten und es passiert irgendwas mit dem Viech? Also kann ich hier irgendwas tun, dass der... Weiß ich nicht. Dass ich den da drin kille oder so? Aber nee, ich sterbe hier sofort. Ist aber auch nichts anderes, nee. Was soll... Ich check's nicht. Also, was soll ich denn hier spinjumpen? Ich komme ja nicht bis darüber. Hat der die Beere da irgendwas? Ich meine, das ist ein Sprite-Tötungsblock, aber was soll mir der, was bringt, was nützt? Also. Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ich kann das Ding da drin nicht spawnen lassen. Nee, das bringt auch nichts. Nicht das Gefühl. Und da drüben ist ja auch der, deswegen kommt der. Also es kommt entweder der eine oder der andere. Es ist auch egal, also der kommt immer, die kommt immer direkt zu mir in meine Hand. Ich sterb instant. Aber was sollen die blauen... Also ich verstehe die blauen Münzen nicht. Was soll ich damit Spinjump? Ich check's nicht. Check's nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Welche Taste symbolisiert jetzt hier die blauen Münzen? Normalerweise in den Spinjump. Aber was soll ich denn hier spinjumpen? Wohin? Ich komme niemals bis zu der Pflanze. Thank you.
Okay, ich kann das nicht so hochladen. Ich habe gerade mir mal die Stelle angeschaut und mal schauen, ob euch was auffällt. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen und ihr guckt mal, ob euch was auffällt. Und vielleicht ist es euch auch schon selbst aufgefallen, als ihr das Video gerade geschaut habt, bis zu dieser Stelle hier. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, weil ich jetzt... jetzt kann ich hier ganz in Ruhe und jetzt ist das, was ich meinte. Genau das wollte ich haben. Habt ihr es gehört? Ich mache nochmal zurück. Ausgangsbasis. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, weil ich jetzt... jetzt kann ich hier ganz... Gehört? Nochmal zurück. Ja, irgendwie so. Aber das ist eine sehr gute Ausgangsbasis. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, weil ich jetzt... jetzt kann ich hier ganz in Ruhe...
Da ist ein Yoshi, der irgendwas isst. Und wir haben da drüben dann Bären gesehen und ich habe hier den Safe gesetzt. Genau hier habe ich den Safe gesetzt, wo der Yoshi schon weg war. Was sagt uns das? Ich darf mich da nicht aufhalten. Ich muss da schneller weiter. Ich darf mich da nicht aufhalten. Ich muss da schneller weiter. Ich nehme an, da wo dann die grüne Beere ist. Ich spule mal kurz ein bisschen vor. Ja, genau diese grüne Beere. Die hat Yoshi scheinbar übrig gelassen. Und ich weiß nicht ganz, wie das sein kann, dass er die gerade übrig gelassen hat. Aber das muss es sein. Yoshi muss hier runterfallen. Und Yoshi ist ein Item, was ich grabben kann. Das kann ich mir dann schnappen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie sowas ist. Insofern, ja, die ganze Phase hier, wo ich nicht wusste, was ich tun soll und jetzt dann aufgegeben habe und das erstmal als Part beendet habe, basiert darauf, dass hier ziemlich sicher ein Yoshi runterfallen muss. Gucken wir mal, ob es wirklich so ist. Dieser Part ist noch nicht zu Ende. Dieser Part geht jetzt weiter. So, als war, ich habe es noch. VLC geschlossen, Aufnahme gestartet. Was habe ich vergessen? Richtig. Das Spiel. So, Spiel ist auch wieder da. Okay, also wir laden einmal. Ja, hier sind wir gut. Hier sind wir tatsächlich gut. So, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. So. Ja, eben nicht. Okay, zack. Da habe ich es mir dann tatsächlich durch den Save State versaut. Na, weil ohne den Save State hätte ich nicht die Stelle behalten, in der das Yoshi weg wäre. Also ich muss da ein bisschen vorher den State setzen. Wenn ich überhaupt einen setzen will, dann an der Stelle. Aber ohne State schaffe ich es nicht. Also ohne State werde ich da nicht durchkommen. Nein! Oh. Also ich weiß nicht, wie das Leute ohne schaffen, aber gut. Das habe ich mich schon öfter gefragt, ne? Nein! Aber hier jetzt halt im Speziellen mit dem Controller und so, das ist schon nochmal eine ganz andere. Eine ganz andere Nummer. Okay, hier ist noch Höhe, hört man den Yoshi noch nicht. Den hört man erst tatsächlich dann da drüben. Da direkt weiter. Also ich darf dann erst, glaube ich, den State setzen, wenn ich direkt weiterspringen kann. Dann müsste es besser passen. Aber das sollte aus der Position sogar ganz gut sein. Ja. Ja. Muss nur wieder aufpassen, dass ich nicht zu schnell, zu lange auf der Taste bleibe vom Laden. Das hat mir gesehen, was dann passiert. Das Level ist nicht so lang. Ach, der stirbt da. Jetzt hat man es gesehen. Der stirbt da unten. Deswegen. Deswegen wird auch die letzte Beere nicht gegessen, in Anführungszeichen. Die bleibt da liegen. Oh. Okay. Ja, aber dann sind wir jetzt schlauer als vor einer Viertelstunde. Und das Geräusch war tatsächlich ein Yoshi. Unfassbar. Ich weiß nicht, was gerade alles hintereinander passiert ist, aber in etwa war das, glaube ich, richtig. In etwa.
In dem Moment, wo Yoshi groß wird, kann ich, glaube ich, den State setzen. Ich glaube, das ist die beste Stelle für den State. Okay, jetzt habe ich einen anderen State gesetzt. Okay, der ist auch gut, glaube ich. Aber wie springt... Oh, ich muss auf Yoshi mit einem Spin-Jump, sonst komme ich mit einem Spin-Jump nicht runter, ne? Ich muss auf Yoshi mit einem Spin-Jump landen. Aber das geht ja schon gar nicht. Wie geht das denn? Deswegen sind da die blauen Münzen! Jetzt habe ich es verstanden. Aber wie? So pfeffe ich den da sonst wohin? Wieso pfeffe ich den jetzt runter? Wenn ich den mir so nehme, funktioniert's. Aber anders funktioniert's nicht. Kann ich ihn irgendwie gegen die Wand hier pfeffern? Ja? Nee. Okay, das macht's nochmal interessanter. Ihn normal in die Hand zu nehmen, das funktioniert ganz gut. Oh. Ja, und jetzt müsste ich ihn halt gedreht in der Hand haben. Das passt jetzt. Okay, es funktioniert noch nicht ganz so gut. Ja! Genau so! Und da. Was mache ich denn da? Aber genau so. Okay, an der Wand muss ich es machen. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und was mache ich da dann? Ach, no run! Ich check's! Ich setz die unter mich, die. Ich setz die unter mich, die Dinger. Ja. Ich muss von der Rand. Ja, deswegen no run. Ich muss von der Randtaste runter. Okay. Wow. Also hier muss ich sie noch halten, sonst komme ich nicht weit genug rüber. Und jetzt hier. Ah, ja, okay. Oh, das ist ja cool. Das ist ja wie Air Jumps. Lol. Das ist ja witzig. Okay. Muss ich nur besser timen. Ja, jetzt habe ich es wieder in die Hand genommen. Genau, das soll ich ja nicht tun. Aber wie man es sich mit Saves jetzt wieder versauen konnte, ich wusste ja gar nicht, dass hier was anderes sein kann. Ja, eine Viertelstunde habe ich jetzt wieder da rumgemacht, ne? Unfassbar. Wie komme ich denn da rüber? So. Oh, und da ist der Schlüssel. Okay. Da nehme ich dann den Schlüssel und dann geht's in die Röhre. Habe ich das denn? Einmal bin ich jetzt rübergekommen. So. Okay. Okay, das dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Kein großes, oder?
Ach ja, ich muss ihn in die Hand nehmen. Ja, genau, okay. Okay, verstanden. Aber muss ich den mitnehmen? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Kann ich nicht mitnehmen. Passt schon. Ach, Mann, diese Röhre. Danke. Midway Point. Ja, Halleluja. Okay, Leute. An der Stelle beenden wir den Part. Der ist lang genug. Wir haben ein etwas besseres Ende als davor. Also, wir haben ein besseres Ende als davor, ja? Wir haben das Level noch nicht geschafft, aber wir haben ein besseres Ende, als es gewesen wäre. Weil es wäre gewesen mit der, ja, mit dem Rage Quit im Prinzip, dass ich es nicht schaffe, die Stelle. Die Stelle haben wir. Wir haben neue Rätsel vor uns. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird wie gerade eben. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.